Annemarie Moser-Pröll, die legendärste, beste österreichische Skifahrerin aller Zeiten, hat heute ferngesehen. Das macht sie jetzt vermutlich öfter, darüber würden wir auch nicht berichten. Aber heute war das nicht nur einfach Fernsehen, denn da ist was passiert. Annemarie Moser-Pröll hat zugesehen, wie ihr Weltrekord, der 35 Jahre lang gehalten hat, von einer jungen Skifahrerin gebrochen wird, die damals noch nicht mal auf der Welt war. Lindsay Vonn, die vor kurzem noch schwer verletzt war, die unter Depressionen litt, der fast niemand mehr viel zugetraut hat, schafft das Unmögliche, so nennt sie es heute selbst, und kann es kaum fassen. Sie fährt in Cortina d'Ampezzo zu ihrem 63. Weltcupsieg, und Nicole Campbell berichtet über eine Frau, vor der heute alle den Hut ziehen. Seriensiegerin, Rekordhalterin, Superstar. Keine Frau der Welt hat mehr Skirennen gewonnen als Lindsay Vonn. Da bleibt selbst der Konkurrenz nur das Staunen. Ja, Chapeau vor der Lindsay. Absolut eindrucksvoll. 63 Weltcupsiege, einer mehr als Annemarie Moser-Pröll. Diese Rekorde ist Geschichte und das bedeutet so viel für mich. Ich kann nicht sagen, ich habe niemals gedacht, dass das kann passieren. Also, das ist so viel größer als ein Traum. Die 30-Jährige tritt in die Fußstapfen jener Legende, die einst so ziemlich alles gewonnen hat, was es zu gewinnen gibt. Ich habe das selber nicht begreifen können. Es ist auf einmal ist dann so gut gegangen. Und gut gegangen ist es bei Lindsay Vonn nicht immer. 2004 gewinnt sie ihr erstes Weltcuprennen in Lake Louise, damals noch als Lindsay Kildow. 3 Jahre später heiratet sie ihren Freund, den Skifahrer Thomas Vonn, und startet den Siegesrausch. 2008 gewinnt sie den ersten von 4 Gesamtweltcups. Ein Jahr später wird Vonn Doppelweltmeisterin in Val d'Isère, verletzt sich beim Öffnen der verdienten Champagnerflasche. Ich bin nicht so gut mit den Champagnerflaschen. Ich kann nicht, glaube ich, besser Skifahren als feiern. Und beim Skifahren will sie sich dann sogar mit den Männern messen, was die FIS verbietet. Es folgen private Schwierigkeiten, Scheidung und Depressionen. Bei der WM in Schladming stürzt Vonn im Super-G, erleidet einen Kreuzbandriss. Kurz vor Olympia in Sochi reißt das Band noch einmal. Das war schwierig, die Olympischen Spiele nicht dabei zu sein. Doch Lindsay Vonn kämpft sich zurück. Dort, wo sie zum ersten Mal gewonnen hat, kehrt sie auch auf die Siegestraße zurück, in Lake Louise. Naja, ich habe viel gekämpft und das ist ein schönes Gefühl, nach so viel Arbeit wieder ganz oben zu sein, und ich bin sehr happy. Jetzt ist Lindsay Vonn gar noch glücklicher über den Rekord und über den Überraschungsbesuch ihres Freundes Tiger Woods beim historischen 63. Sieg heute.